Auch noch von mir einmal willkommen bei der Foskis und vielen Dank an das Programmkomitee, dass ich hier die Gelegenheit habe, im Plenum mein Thema vorzustellen. Sie haben es ja alle wahrscheinlich schon irgendwo im Programmheft oder draußen auf der Programmtafel gesehen. Ich möchte einsteigen in das Thema mit einem Bild, was viele von Ihnen vermutlich schon mal irgendwo gesehen haben. Das ist eine historische Darstellung, ein Holzschnitt aus dem 19. Jahrhundert über aus damaliger Sicht schon historische Entwicklungen am Ende des Mittelalters. Und die Bildunterschrift heißt sinngemäß, ein Reisender des Mittelalters kommt an den Punkt, wo sich Himmel und Erde berühren. Und er streckt den Kopf durch den Himmel hinaus nach draußen und erkennt eine vollkommen neue Welt. Eine Welt, wie wir glauben heute, dass wir sie wahrnehmen. Wobei, wenn man sich heute halt die Kartografie, die Geodatenverarbeitungswelt so anguckt, da hat man oft den Eindruck, so manchmal möchte man vielleicht auch gern wieder in diese schöne, einfache Welt zurück, die dann ein bisschen anders heutzutage aussieht. Das ist eigentlich die Wunschwelt, die wir uns heutzutage gelegentlich so wieder gerne herbeiwünschen, wie wir die Welt gerne sehen würden als Quadrat. Hier dargestellt jetzt der OpenStreetMap-Standardstil, zu dem heute später und noch heute Nachmittag ein Vortrag gehalten wird. Das ist aber nicht die einzige Karte, die wir in der Form haben. Es gibt eine Riesenauswahl von anderen Karten. Ich habe mir mal eine Auswahl getroffen von Kartendiensten, die alle nur Mercator-Karten anbieten. Und fragen Sie sich selbst, gehört da Ihre Karte auch hinzu? Und diese weite Verbreitung ist auch noch nicht am Ende. Es kommen immer wieder neue Karten hinzu. Und Anfang des Jahres gab es zum Beispiel eine Initiative bei Wikipedia, die dort vorhandenen Karten zu einem erheblichen Teil, die individuell gestaltet sind, in unterschiedlichen Projektionen, auf interaktive Karten in Mercator-Projektionen umzustellen. Also das ist eine Entwicklung, die weiterhin eine Dynamik hat. Und die Popularität der Mercator-Projektion ist im Grunde genommen ungebrochen. Zunächst mal, was ist das eigentlich, Mercator-Projektion, dieses Quadrat, was Sie eben gesehen haben? Ich habe dazu ein bisschen was zum Demonstrieren mitgebracht, meinen guten alten Bleistiftanspitzer in Globusform und ein Stück Papier. Und um Mercator-Projektion eine Karte zu machen, müssen wir nichts anderes tun, als wir nehmen den Globus, wir wickeln ein Stück Papier dort am Äquator um den Globus einmal rum. Und dann, wenn wir das so in etwa haben, denken wir uns vom Mittelpunkt der Erde durch die Hülle des Bleistiftsanspitzers hindurch auf diesen Zylinder durch das Stück Papier symbolisiert Linien und bilden auf diesem Weg für jeden Punkt der Erdoberfläche die Erdoberfläche auf die Papieroberfläche den Zylinder ab. Wenn wir das Ganze gemacht haben, dann rollen wir das Ganze wieder auseinander und schneiden das Blatt Papier oben und unten so ab, dass sich ein Quadrat bildet. Und dann haben wir im Grunde genommen die Mercator-Karte. Das ist ganz einfach, das hat schon vor vielen hundert Jahren der Herr Mercator sich überlegt, mehr oder weniger so. Und es gibt jetzt heutzutage, wenn man das praktisch anwendet, eine ganze Menge Mercator-Projektionsvarianten. Ich habe hier für die praktischen Anwendungen zum Nachschauen mal geschrieben, wie die Mercator-Projektion aussieht in der Definition, die wir in den Internetkarten im Allgemeinen hin verwenden, egal ob OpenStreetMap oder Google oder was auch immer. Also nur, falls da Unklarheiten sind, gelegentlich kommen andere Projektionen, die sich Mercator nennen, auch hinzu. Dann gibt es dann gewisse Offsets zwischen denen. Das ist die verbreitetste Definition. Und der Grund, weshalb die Projektionen so weit verbreitet eingesetzt werden, sind die Vorteile, die ich hier unten mal ausgelistet habe. Sie bildet fast die gesamte Erdoberfläche ab in ein Quadrat. Quadrat ist sehr praktisch für interaktive Karten, weil man sich weniger Gedanken machen muss, nur eine Kantenlänge haben und nicht zwei unterschiedliche. Und sie ist neutral in Bezug auf die geografische Länge. Also wenn wir diesen Zylinder, den wir eben um die Erde gewickelt haben, haben, den können wir an jeder beliebigen Stelle aufschneiden. Wir haben also keine Präferenz in Bezug auf die geografische Länge, wo wir irgendwelche Teile der Erde bevorzugen. Die Karte hat eine universelle Nordorientierung, also jeder Punkt auf der Karte hat Norden an der Stelle oben. Und die Breitengrade sind horizontal, das macht die Orientierung auf der Karte relativ einfach. Es ist eine konforme Abbildung, das bedeutet nichts anderes, als dass, wenn wir einen genügend kleinen Ausschnitt der Karte nehmen, dann entspricht das Erscheinungsbild dieses Ausschnittes dem realen Erscheinungsbild der Erdoberfläche. Und als eigentlich praktisch wichtigsten Punkt ist es eine sichere Wahl, wenn man irgendjemand eine Entscheidung fällen muss, was für eine Projektion er wählt. Mercator ist immer okay, weil alles verwenden. Ich habe hier einen berühmten Spruch, der aus einem anderen Zusammenhang stammt, mal angepasst. Das trifft wahrscheinlich nicht komplett zu, aber es ist
doch ein relativ weit verbreitetes, ein gutes Argument eigentlich, um Mercator zu verwenden. Aber das waren jetzt nur die Vorteile. Ich komme jetzt zu den Nachteilen. Der Mercator-Projektion ist es fast nie wirklich die beste Wahl, wenn wir eine Karte machen. Es gibt ganz bestimmte Anwendungen, komme ich nachher noch zu, wo man sagen kann, ja, das ist wirklich eine gute Wahl. Aber im Allgemeinen ist es nie die optimale Wahl. Der Grund, weshalb man Mercator verwendet, ist, dass es für die allermeisten Anwendungen eben auch nicht die schlechteste Wahl ist. Sie zeigt nicht wirklich die gesamte Erdoberfläche, ist unten mal gezeigt, der Kreis, der nicht in der Mercator-Karte enthalten ist, der also in praktisch allen Internetkarten fehlt komplett. Im Norden ist das ein Meeresgebiet, mehr als bedeckt den größten Teil des Jahres, nicht wirklich sonderlich relevant. Im Süden ist ein bisschen mehr da vorhanden, es ist nicht nur komplett Eis, sondern auch relativ markante Berge. Südliche Teil des transantarktischen Gebirges dabei, also durchaus auch etwas, was wirklich fehlt. Der wichtigste Nachteil der Mercator-Projektion ist jedoch der stark variable Maßstab. Und das möchte ich jetzt ein bisschen detaillierter noch behandeln. Hier nochmal die Mercator-Karte und ein relativ bekanntes Phänomen ist, dass in der Karte Grönland etwa so groß erscheint wie Afrika, obwohl es nur einen Bruchteil der Größe hat. Der Maßstab der Karte schwankt also über den Ausschnitt der Karte erheblich und zwar hängt er davon ab, wie weit man vom Äquator entfernt ist. Konkret quantifiziert kann man sich das Ganze etwa so klar machen, wenn wir ein Objekt auf der Karte haben am Äquator von 1 Kilometer Größe und wir haben jetzt einen Vergrößerungsmaßstab, wo dieses Objekt eine Breite von 1 Pixel hat. Das entspricht in der interaktiven Karte etwa der Zoomstufe 7. Und wenn wir dann dasselbe Objekt nehmen und es betrachten, wenn es an unterschiedlichen geografischen Breiten sich befindet, dann, wenn wir bei 60 Grad Breite sind, das ist also schon etwas weiter nördlich von hier, dann ist das Objekt schon 2 Pixel groß. Wenn wir bei knapp über 70 Grad Breite sind, ist es schon über 3 Pixel groß und bei knapp über 75 Grad Breite 4 Pixel und am äußersten Rand der Karte ist es schon über 11,5 Pixel groß. In der Praxis, fehlt eine Folie. In der Praxis führt das dazu, dass wir einen mittleren Bereich haben, der sich etwa so zwischen 35 und 50 Grad Breite befindet, wo die meisten Karten für entwickelt werden, also wo die Karte gestaltet wird, um optimal dafür auszusehen. Das liegt im Endeffekt vor allem darin, dass die Leute, die die Karten entwickeln, aus diesen Regionen stammen und deshalb anhand dieser Regionen entwickeln. Und wenn wir weiter nördlich oder weiter südlich davon die Karte verwenden, dann ist die Karte entweder zu eng gedrängt in Äquatornähe oder zu wenig Inhalt in der Karte drin. Und gerade für die OpenStreetMap-Leute unter euch ist es ein Problem, weil wenn die Karte, die wir ja als Feedback nehmen, wenn wir mappen für OpenStreetMap, wenn da schon zu viel eng gedrängt in der Karte zu sehen ist, dann neigen wir dazu, die Sachen unterzubewerten. Und wenn zu wenig in der Karte ist, neigen wir dazu, die Sachen überzubewerten. Das betrifft insbesondere Objekte, die eine graduelle Bewertung haben, wie zum Beispiel Straßentypen oder Siedlungen. Da wird eben eine relativ kleine Dorf in hohen geografischen Breiten eventuell durchaus mal als Stadt oder als Großstadt klassifiziert, damit es eben auf der Karte auftaucht. Und das ist ein großer Nachteil und bei ganz hohen geografischen Breiten ist im Grunde genommen die normale Mercator-Karte vollkommen unnutzbar, weil wir schon mehrere Maßstabstufen von dem eigentlichen Zielmaßstab weg sind. Konkret mal ein Beispiel. Hier habe ich mal im Vergleich zwei Städte gezeigt, und zwar links Bogotá in Kolumbien im Standardstil von OpenStreetMap bei 5 Grad Breite, also praktisch direkt am Äquator, und rechts Murmansk in Russland bei 69 Grad Breite. Das ist die größte Großstadt in dieser Breitenlage, die wir auf der Erde haben. Und man sieht links, dass das Straßenbild von Bogotá relativ eng ist. Also die Zoomstufe 13 ist die erste Maßstabstufe, wo die Straßen praktisch alle in Linien mit Rand gezeichnet sind. Und das füllt praktisch das komplette Kartenbild dort schon aus. Während bei Murmansk wir eine relativ schöne, großzügige Darstellung haben, wo man auch die einzelnen Gebäude sehen kann. Natürlich sind das zwei Städte, die auch im Städtebaulichen sich deutlich unterscheiden. Aber wenn man sich den Maßstabsbalken mal anguckt, sind wir da
mehr als den Faktor 2 dazwischen. Und ich habe als Vergleichsbeispiel jetzt für Murmansk auch mal die Zoomstufe 12 gezeigt, wo deutlich weniger Inhalte in der Karte drin sind. Und im Grunde genommen wäre für diesen Maßstab hier lokal diese Auswahl von Elementen in der Karte eigentlich viel angemessener. Man würde viel besser das Kartenbild erkennen können. Das ist das große Problem, weil die Karten eben für die nominellen Zoomstufen gestaltet werden und nicht für den lokalen Maßstab. Und wenn man jetzt hingeht und bei den üblichen Programmen, auch den Open Source Tools, die wir ja haben für Kartengestaltung, uns angucken, wie wir das gestalten können, ist eigentlich relativ schwierig, so eine Karte zu gestalten für den tatsächlichen lokalen Maßstab. Das geht gar nicht ohne weiteres. Genau, da haben wir die Reihenfolge leider ein bisschen falsch rum. Genau, das wollte ich vorhin schon zeigen, das aber jetzt habe ich ja schon behandelt. Wenn wir jetzt uns umschauen, was für andere Kartenprojektionen wir nehmen können, da ist XKCD relativ nützliche Quelle und wir sehen auch einen relativ treffenden Kommentar zur Mercator-Projektion. Das ist ja natürlich ein Vorwurf, den wir nicht auf uns sitzen lassen wollen. Ich habe das aber vor allem auch reingebracht aus einem anderen Grund. Der Orndal hat nämlich noch einen relativ interessanten anderen Kommentar zu der ganzen Sache, nämlich, dass wir eigentlich auch eine andere Möglichkeit haben, die Erde darzustellen, in ihrer echten Form. Und das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, den klassischen Globus, das ist etwas, was man heutzutage nur noch recht selten sieht. Und eine relativ interessante Anekdote, die wahrscheinlich gar nicht so viele von Ihnen wissen, ist, dass der Herr Mercator, der die Mercator-Projektion, über die ich jetzt relativ viel gesagt habe, federführend entwickelt hat, dass der sein Hauptgeschäft eigentlich mit der Produktion von Globen betrieben hat. Und die Erde in ihrer realen Form darzustellen, ist jetzt nicht nur etwas, was man in Form eines echten physikalischen Globus tun kann, sondern auch virtuell im Computer. Und diese Möglichkeit besteht. Und da möchte ich auch noch kurz eigentlich auf das eingehen, was ich hauptberuflich mache, nämlich die Produktion von genau solchen Darstellungen von der Erdoberfläche in ihrer realen Form. Und ich würde Ihnen allen nahelegen, unabhängig, ob Sie jetzt da meine Gestaltungen für besonders schön halten oder nicht, diese Möglichkeit, eben nicht mit einer Kartenprojektion zu arbeiten, sondern die Erde so wie sie ist darzustellen, ist heutzutage eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und wenn Sie irgendeine Anwendung für Karten haben, das als Alternative durchaus in Erwägung zu ziehen. Wenn Sie das an meiner Arbeit in dem Bereich Interesse haben, sprechen Sie mich gerne weiter in den nächsten Tagen auf der Konferenz noch dazu an. Aber seien wir konservativ und gucken wir uns an, was können wir denn im Bereich echter Kartenprojektionen an Alternativen anbieten. Zunächst für Weltkarten. Wir haben hier, ich habe vorhin schon erwähnt, die konformen Abbildungen, die also lokal verzerrungsfrei abbilden. Das andere Extremum ist die flächentreuen Abbildungen, die also einen konstanten Maßstab über den gesamten Kartenbereich haben. Und dann haben wir für Weltkarten auch noch Mischformen dazwischen, sogenannte Kompromissabbildungen, die einen Kompromiss zwischen diesen beiden Extremen bieten. Und ganz in der äußeren Form haben wir auch noch den Unterschied dazwischen, ob wir jetzt eine rechteckige äußere Form haben oder eine andere. Hier sind mal ein paar Möglichkeiten gezeigt. Ich möchte das jetzt nicht im Detail durchgehen. Das können Sie ja, die Präsentationen werden ja auch zum Download verfügbar sein und als Video. Das können Sie, wenn Sie Interesse haben, sich dann im Detail anschauen. Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten für die Darstellung von Weltkarten. Von Weltkarten jetzt zu Karten kleinerer Ausschnitte. Zunächst, was ich regionale Karten nenne. Das bezieht sich auf Gebiete von ein paar tausend Kilometern Größe. Entscheidend ist dabei, dass das Gebiete sind, die sind so groß, dass die Erdkrümmung über das Gebiet schon eine große Bedeutung hat. Und da haben sich eigentlich unterschiedliche Projektionen etabliert, je nachdem, wo auf der Erde wir uns befinden. In Äquatornähe ist die Mercator-Projektion eigentlich eine gute Wahl. Das ist eigentlich das Anwendungsgebiet, wo man wirklich sagen kann, da ist die Mercator-Projektion sinnvoll. Wenn wir zu Gebieten in Polnähe gehen, haben wir azimutale Projektionen. Das sind Projektionen, die nicht wie bei Mercator das Ganze auf eine gekrümmte Fläche abbilden, die wir dann ausrollen, sondern direkt auf eine ebene Fläche. Und da haben wir auch konforme Varianten und flächentreue Varianten. Hier mal die gängigen gezeigt. Bei Nordpolarregionen ist noch ein bisschen
Unterschied, wie man das üblicherweise orientiert. Im Prinzip kann man das frei orientieren für die Anwendung, wie man es haben möchte. Und natürlich kann man im Prinzip auch für jeden anderen Punkt der Erdoberfläche, nicht nur für die Pole, eine azimutale Projektion durchführen. Für mittlere geografische Breiten ist aber verbreiteter eigentlich die Kegelprojektion, auch wieder in einer konformen Variante und einer flächentreuen Variante mit der Definition hier für Mitteleuropa. Kann man jetzt für andere Gebiete der Erde natürlich auch analog machen. Und Mitteleuropa ist jetzt ein relativ kleiner Bereich schon. Da sieht man also kaum, wenn man nicht genauer hinschaut, noch einen Unterschied zwischen diesen beiden Varianten, was uns dann direkt zu den lokalen Karten bringt. Und da lautet der Ratschlag einfach, ist im Grunde genommen egal, was für eine Projektion Sie für eine lokale Karte verwenden. Hauptsache, es ist eine konforme Projektion. Und wenn Sie Mercator verwenden, was durchaus in Ordnung ist für eine Karte von einem kleinen Ausschnitt, dann müssen Sie halt nur immer bedenken, gestalten Sie Ihren Stil lokal für den Maßstab an der Stelle und nicht global und dann unpassend für den jeweilig sich ergebenden lokalen Maßstab, weil der bei der Mercator-Karte halt über die Welt stark schwankt. Gängig ist bei lokalen Karten eigentlich eine Variante der Mercator-Projektion, die transversale Mercator-Projektion, die in verschiedenen Varianten existiert. Die wird normalerweise nicht weltweit in einer Projektion eingesetzt, sondern das sind ganze Projektionssysteme, die jeweils nur für einen kleinen Streifen gültig sind. Was jetzt hier dargestellt ist, ist im Grunde genommen nur nochmal, dass es im Grunde genommen keinen großen Unterschied macht, welche Projektion Sie wählen. Das eine von den beiden ist Mercator-Projektion, ganz konventionell, wie wir sie aus den globalen Internetkarten kennen. Das andere transversale Mercator-Projektion und wie man sieht, ist äußerlich auf den ersten Blick überhaupt kein Unterschied zu erkennen, also es macht keinen Unterschied wirklich aus. Zu transversalen Mercator-Projektionen noch ein bisschen detaillierter, das sind üblicherweise Streifen, in denen wir die definieren von 3 oder 6 Grad und die verschiedenen Systeme, die da existieren, stehen in Konkurrenz zueinander, da gibt es halt Leute, die auf das eine schwören, die auf das andere schwören, letztendlich kommt es nicht groß darauf an. Üblicherweise werden die Projektionen so definiert, dass die Koordinatenwerte positiv sind. Ist aber nicht immer der Fall, insbesondere am Äquator haben wir durchaus immer das Phänomen, dass wir auch negative Werte haben können, also vertrauen Sie nicht darauf. Das andere ist, die sind zwar im Grunde genommen so definiert, dass man sie nur in diesem Streifen verwenden sollte, aber man kann sie im Grunde genommen auch für größere Regionen verwenden und das ist durchaus auch passend. Dabei sollte man jedoch bedenken, dass die Formeln, die man üblicherweise standardmäßig für die Berechnung der Projektion einsetzt, im größeren Abstand von dem Gültigkeitsstreifen nicht mehr gut funktionieren. Da gibt es besondere Variante der transversalen Mercator-Projektion, die hier unten angegeben ist, die man dann verwenden sollte. Gut, damit bin ich mit den konkreten Vorstellungen von, was für Projektionen Sie alternativ verwenden können, durch. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Ratschläge loswerden an die verschiedenen Anwender und Nutzergruppen, die hier wahrscheinlich im Saal vertreten sind. Zunächst für die Kartennutzer. Der Ratschlag, fordern Sie von denen, die Karten produzieren, auch wirklich immer geeignete Projektionen für die jeweilige Anwendung zu verwenden. Lassen Sie sich nicht abspeisen mit Mercator, wenn was anderes besser wäre. Für die Mapper, die anwesend sind, ich sehe eine ganze Menge von denen, denkt nicht in Mercator. Also entwickelt nicht das Bild, dass die Welt wirklich dieses Quadrat ist. Editiert, wenn ihr die Daten editiert und das bei höheren geografischen Breiten tut, möglichst nicht in Mercator, insbesondere wenn ihr ein größeres Gebiet bearbeitet. Im JOSM kann man mittlerweile relativ gut auch auf andere Projektionen umschalten, ist bei den Bildquellen ein bisschen schwierig teilweise, aber es geht. Und fordert vor allem auch, genau wie die Kartennutzer, dass eure Daten in was anderem als Mercator gezeigt werden und wenn sie in Mercator gezeigt werden, möglichst in unter Berücksichtigung des variablen Maßstabs, was in vielen Karten stehen, halt nur sehr unzureichend derzeit gemacht wird. Für die Kartenentwickler, seid wirklich mutig und probiert mal was anderes aus. Auch wenn es schwierig fällt, einfach mal probieren, lohnt sich. Und wenn ihr gestaltet für Mercator-Projektionen, berücksichtigt den variablen Maßstab. Das bringt mich eigentlich auch direkt zu den Karten, zu den Programmentwicklern. Mercator-Meter sind nicht reale Meter. Ich kenne eigentlich kein Kartenproduktions-Geodatenverwaltungsprogramm, was das wirklich inhärent berücksichtigt. Also in keinem
Kartengestaltungsprogramm können Sie wirklich gut angeben, wenn Sie sagen, Sie wollen irgendetwas in einer Breite von so und so viel Meter zeichnen, in einem Abstand von so und so viel Metern zu einem anderen Objekt. Und das in realen Metern können Sie eigentlich nie wirklich direkt anbieten. Und das ist eigentlich schade und es wäre eigentlich schön, wenn der Open-Source-Bereich dort eine Vorreiterrolle übernehmen würde und dort mal wirklich zeigen, wir machen das als Innovation. Beim Thema Reprojektion, also Umrechnung verschiedener Koordinatensysteme, das funktioniert eigentlich überall relativ gut. Aber nur weil man ein Einzelkoordinatenpaar in ein anderes Koordinatensystem umrechnen kann, würde das noch nicht, dass man größere Geometrien auch einwandfrei umrechnen kann. Also wir als Entwickler sollten nicht dort die Arbeit komplett auf den Nutzer abwälzen, sondern sich durchaus überlegen, was muss man beachten, wenn man jetzt ein Polygon oder einen Line-String oder was auch immer von einem Koordinatensystem anders umrechnet, insbesondere am Rand von einer Projektionsdefinition und dergleichen. Und natürlich testet die Programme bei verschiedenen Projektionen und nicht nur abstrakte Tests, sondern auch reale Anwendungstests. Damit bin ich schon fast am Ende. Zum Abschluss möchte ich aber nochmal auf den Anfang zurückkommen, und zwar auf die Mercator-Projektion. Ich erwähnte ja, dass es eine konforme Abbildung von fast der gesamten Erde ist, aber leider eben nicht wirklich die gesamte Erde und leider mit einem sehr stark variablen Maßstab. Und die Frage, die sich da natürlich im Grunde genommen stellt, die ich vorhin gar nicht gestellt habe, geht das auch besser? Weil was der Herr Mercator sich da vor ein paar hundert Jahren mal überlegt hat, muss ja nicht unbedingt das Gelbe vom Ei gewesen sein. Und die Antwort, das wissen wir auch schon seit eigentlich über 100 Jahren, ist ja, es geht besser. Das nennt sich Quinkungsprojektion. Ist hier aus der Originalarbeit mal dargestellt, wie das etwa aussieht. Ist eine Projektion, die stellt tatsächlich die gesamte Erdoberfläche in der Ebene dar. Die weist geringere Maßstabsunterschiede auf als die Mercator-Projektion, ist aber trotzdem eine konforme Projektion. Und durch die konkrete Wahl der Parameter der Projektion kann man das auch so machen, dass die Bereiche der größten Maßstabsabweichung im Meer liegen, sodass sie nicht so relevant sind. Die Projektion hat eine ganze Reihe von Nachteilen. Die wichtigsten sind, dass sie keine Nordorientierung hat. Also die Karte ist je nachdem, wo man drauf guckt, unterschiedlich orientiert. Und wenn man das Ganze in der Ebene periodisch anordnen will, ist es ein bisschen komplizierter. Für die Praxis ist der eigentliche Grund, weshalb die kaum Verbreitung heutzutage hat, ist aber, dass die Implementierung ein bisschen komplizierter ist und deswegen in der gängigen Projektionsbibliothek im Open Source Bereich, die nicht bis jetzt implementiert ist. Ich habe das mal geändert, Sie können den Code da und auf GitHub auch finden. Ist nicht komplett auf meinem Mist gewachsen, ich habe da also auf die Arbeit von anderen zurückgegriffen, die das schon vorher implementiert haben. Ich habe das halt nur in die Produktionsbibliothek eingebaut und ich habe da auch noch eine Kartendemo zu. Ich hoffe, dass das jetzt hier irgendwie unter Windows auch funktioniert. Ah, Internet Explorer ist natürlich heikel. Aber zumindest rudimentär geht das. Also mal gucken, ob das in der Maus. Ja, genau. Also, das ist die Karte in ihrer periodischen Anordnung. Was man sehen kann, ist, dass jeder Teil der Welt zweimal vorkommt, wenn man das periodisch in der Ebene anordnet. Einmal in einer Orientierung und einmal in 180 Grad dazu gedreht. Das macht die Sache ein bisschen diffiziler, wenn man das in der Praxis einsetzt, kann man sich leicht überlegen. Das andere Problem ist, dass wir natürlich, ja, jetzt irgendwie meine Orientierung, die halbwegs, genau, da erkennen wir es wieder. Das andere Problem ist die fehlende Nordorientierung, da kann man aber interaktiv ein bisschen was machen, wenn Sie nämlich in dieser Kartendemo beim Panning mit der Maus die Shift-Taste drücken, ich hoffe, dass das jetzt im Internet Explorer geht, dann rotiert die automatisch auf Nordorientierung. Also insofern kann man da durchaus interaktiv bei interaktiven Karten ein bisschen was machen, um das zu verbessern. Ich habe es eigentlich in erster Linie gemacht, um zu zeigen, dass eben auch andere Projektionen möglich sind und durchaus auch interessante Varianten. Ich würde mich freuen, wenn gerade die Sache auch auf Resonanz trifft und der ein oder andere von Ihnen mal auch eine Karte in dieser Projektion macht. Ist jetzt zum Beispiel in Open Layers nicht so ganz einfach, da muss ich auch so ein bisschen was ändern. Also vielleicht sind einige Open Layers Entwickler hier auch im Saal anwesend, da gibt es durchaus ein paar Dinge, die da noch verbessert werden könnten. Unabhängig davon, auch generell, würde ich mich freuen, wenn das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, auf fruchtbaren Boden fällt und Sie immer mal wieder auch schauen, ob Sie andere Projektionen als Mercator verwenden. Ist eigentlich immer eine gute Chance, mal was anderes zu machen.
Und unabhängig davon, dass Sie einfach einen Einblick bekommen haben in die Welt außerhalb von Mercator. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn noch die eine oder andere Frage ist, können wir das, ja, zeitlich ein bisschen knapp, aber ein, zwei Fragen wird vielleicht, ja. Ich weiß nicht, ob du das immer noch reden willst. Ja, erstmal danke, Christoph. Ich fand ein sehr erfrischender Vortrag, insbesondere, also die Seite, die muss ich mir auf jeden Fall angucken, allein schon, weil das ja ziemlich schick aussieht. Ich glaube, genau, zwei, drei Fragen können wir schon noch erlauben. Hinweis, während wir Fragen beantworten, an diejenigen, die jetzt gleich Lightning Talks vorstellen, die können hier schon mal mit dem USB-Stick hier vorne bereitstehen, um Präsentationen dann irgendwie drauf zu laden oder den eigenen Rechner ranzustöpseln oder so, damit wir dann das relativ schnell hinkriegen. Sven Geckos hatte eine Frage und es wundert mich nicht, dass er gleich, bitte, fang mal an. Und da die Sachen aufgezeichnet werden und wir kein Mikro zum Rumreichen haben, ach so, momentan, dann würde ich dich bitten, genau, das entsprechend die Frage dann nochmal zu wiederholen, damit wir das auch auf dem Video haben. Nein, habe ich nicht probiert, aber also im Prinzip wird er das können, wenn man ihm die modifizierte Bibliothek für die Projektionen unterschiebt. Aber es ist nicht so ganz einfach, wie gesagt, mit der periodischen Anordnung in der Ebene, weil halt jeder Teil der Erde zweimal auftaucht. Also die Frage war, ob Mapnik das kann. Ja, ja. Also lokal wahrscheinlich eher, aber die globale Weltkarte muss man wahrscheinlich ein bisschen tricksen. Okay, die Frage war, da es eine konforme Projektion ist, müsste es eigentlich stimmen mit den Maßstab, sagst du. Eben genau andersrum. Also konform bedeutet lokal in der Form verzerrungsfrei, was aber erkauft wird dadurch, dass man eine Maßstabsvarianz hat. Während die flächentreue Projektion eben bedeutet, wir haben überall einen konstanten Maßstab, was erkauft wird dadurch, dass wir lokal eine Formverzerrung haben. Beantwortet das die Frage? Der Maßstabsbalken, meinst du? Ja. Weil die Gestaltung der Karte, der Stil, eben von der nominellen Zoomstufe abhängt und nicht vom lokalen Maßstab. Okay, also die Frage war, ob wenn man im JOSM beim Mapping in OpenStreetMap eine andere Projektion wählt, ob das genauso alles funktioniert und wie sich das unterscheidet. Ich weiß nicht genau, wie jetzt jede einzelne Funktion in JOSM implementiert ist, aber ich weiß, dass viele Sachen generisch in sphärischen Koordinaten im JOSM gemacht werden, also projektionsunabhängig sind. Aber das muss man im Einzelfall gucken. Und schlechter als in Mercator ist es aber auf jeden Fall nicht, wenn man eine geeignete lokale Projektion wählt.